Kennst du das Thema Wegtrösten und Ignorieren? Auch sehr beliebt, durchaus sehr beliebt bei vielen Menschen. Menschen, die einfach spüren, dass es anderen Menschen nicht gut geht und dass sie ihnen natürlich dann auch einen Trost geben wollen und sie trösten. Und das ist ja eigentlich eine gute Eigenschaft, wenn man das tut, eine gute Verhaltensweise. Aber es gibt eben auch das Wegtrösten und damit das Ignorieren. Also das Ignorieren von Themen, die offensichtlich sind und die man durchaus ansprechen sollte, die ganz wichtig sind, dass man sie anspricht. Also unser menschliches Mitgefühl besteht ja vor allem darin, dass wir den anderen Menschen fühlen und dass wir uns auch nicht scheuen, diesem Gefühl den Ausdruck zu verleihen und nicht nur dazu übergehen, eine Thematik, die offensichtlich ist, also die fühlbar ist und auch sichtbar ist, dann wegtrösten und damit ignorieren. Und es passiert sehr oft, dass man einen Trost hat, so einen vielleicht auch billigen Trost, einen einfachen Trost, einen pauschalen Trost, geradezu etwas Klischeehaftes irgendwo mal aufgenommen hat und sagt, na ja, es gehört sich ja zu trösten und all das. Und dann tut man das und dann tröstet man weg, weil man es einfach vom Hals haben will und sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Und weil es natürlich dann die Konflikthaftigkeit zutage bringt und die Konflikte wirklich offensichtlich sind. Und schon hat man ein Fass aufgemacht, eine Konserve aufgemacht. Und die Sache fließt raus. Und damit ist man natürlich dann auch selbst drinnen beteiligt oder verwickelt sogar. Und das tun viele Menschen nicht. Und deswegen trösten sie die Betreffenden über etwas hinweg. Weil ein Trost ist etwas sehr Einfaches. Das kann jeder tun. Und wie gesagt, es ist auch eine ganz wichtige, grundlegende menschliche Eigenschaft. Aber es führt eben dann auch zu einer Ignoranz gegenüber dem Eigentlichen, was dringend, vielleicht dringend und absolut angesprochen werden sollte. Und das tut man dann nicht. Und insofern ist es etwas sehr Beliebtes, Oberflächliches. Und es geht ja immer wieder um oberflächliche Dinge in unserem Alltag, in unserem Leben, die allzu oberflächlich sind und die eigentlich nicht mehr oberflächlich bleiben sollten. Das heißt, es ist immer wieder die Herausforderung, wirklich an die Themen heranzugehen und sie nicht aufzuschieben und in dieser Hinsicht nicht zu ignorieren und eben wegzutrösten oder zu sagen, naja, es wird schon wieder besser oder es wird wieder gut oder alles nimmt seinen Lauf und es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das ist schon wichtig auch, aber wenn man das immer wieder anwendet, und dann sich das spart, an die eigentlichen Dinge heranzugehen, dann ist es etwas sehr Einseitiges. Und dann wird es für die Betreffenden irgendwann mal unerträglich. Und dadurch für einen selbst, der ja auch, die du auch selbst oder der du auch selbst dann damit beteiligt bist, bei anderen Menschen auch nicht mehr so gut. Also da braucht es dann wirklich den Mut, eine Sache heranzugehen und nicht nur eben einen billigen Trost zu liefern. Oder es gar zu ignorieren, was oft der Fall ist, nicht? Denn, also was man auch oft hört, ist, dass Leute sagen, naja, uns geht's ja gut und wir müssen hier nicht klagen oder wir klagen immer wieder so auf hohem Niveau, gerade in Deutschland, in dieser Kultur. Und ja, das gehört sich einfach nicht, dass man auf hohem Niveau klagt und dann hat man vielleicht ein Thema ignoriert. Es gibt immer etwas zu beklagen und es gibt Dinge, die sehr brennen und sehr dringlich sind und denen sollte man sich tatsächlich widmen.